Was macht Robert Lewandowski eigentlich so mit seiner vielen Freizeit? Packt erstmal ein paar krasse Dance-Moves aus. Willkommen zu den Corona-News Sport. Lewandowski wird zum Lewandanski und ist scheinbar auf den Geschmack gekommen. Nach seinem Two-C-Slide-Auftritt legt er mit einer Good-Vibes-Only-Reggae-Einlage nach. Passt von der Haarpracht sogar fast schon. Das Internet sprengt RL9 damit jedenfalls gehörig. Mal abwarten, wann der Gute jetzt auch noch anfängt zu singen. Mega Überleitung, denn gesungen wird tatsächlich auf Schalke, die Stars zusammen mit den Fans. Zu den Klängen von Blau und Weiß, wie lieb ich dich, veranstalten Weston McKennie, Daniel Caligiuri und Co. eine Art Karaoke-Singalong mit den königsblauen Anhängern und wie eben auch im Stadion einige davon mehr und einige eher weniger stimmsicher. Ach ja, so ein volles Stadion, das vermisse ich doch jetzt schon sehr. Ist ja der Himmel nur blau und weiß ist uns fest über Garnitur. Und weil eben noch kein Fußball im Stadion gespielt wird, müssen wir uns weiterhin mit Gartenvideos wie dem von David Luiz zufrieden geben. Geile Kiste, internationaler Fußball! Zugegeben allerdings mit einer ziemlich geilen Kiste, die Jingle Tangle Bob da fabriziert. Wie oft er den probiert hat, ist nicht überliefert, aber als Brasilianer sollte man sowas ohnehin aus dem FF können. Fies gefummelt wurde auch im Hause van Persie. Flying Dutchman Robin van Persie bewirbt sich mit Sohn Shaquille wohl für die nächste Let's Dance Staffel. Krasse Parallelskills, die van Persie Senior und Junior da hinlegen. Ja, tolles Familienteamwork. Bei US-Baseballer Carlos Carrasco geht das allerdings ziemlich in die Hose. Mit Tochter Camila will der ein bisschen Indoor-Baseball spielen und bekommt voll auf die 12. Autsch. Bleiben wir gleich in den USA und wahre Liebe im Wohnzimmer von NFL-Star Travis Kelce. Der Tight End der Kansas City Chiefs ist eher so semi-beeindruckt von der Twerk-Einlage seiner Freundin Kayla Nicole. Die Aufmerksamkeitsspanne reicht da eher so von 12 Uhr bis Mittag. Call of Duty ist offensichtlich auch einfach spannender. Reichlich desinteressiert wirkt auch Philippe Coutinho beim Workout seiner Frau eine, aber wartet mal, da stimmt doch was nicht. Fällt's euch auf? Ich musste auch erst dreimal hinsehen, bis ich's verstanden hab. Intime Einblicke, allerdings ausschließlich von sich selbst, hat Mario Balotelli zu bieten. Romelu Lukaku und Inter-Stummkollege Lautaro Martinez führen derzeit eine Fernbeziehung von Balkon zu Balkon. Lauti! Keine Ausgangssperre gibt's für Dennis Aogo, der gleich mal die wichtigen Schlussfolgerungen aus dem Lockdown zieht. Mir hat mal ein Kumpel vor ein paar Tagen gesagt, der Baumarkt ist der neue Gucci-Store. Das ist echt so. Beigegangen, oder? Ich muss mich jetzt echt mal informieren, wo ich einen Friseur herkriege. Und weil er keinen Friseur finden kann, wird anschließend seine Frau Ina zur Rede gestellt. Schatz, mir haben so viele Leute geschrieben, warum du nicht meine Haare schneidest. Warum? Willst du es mal erklären? Weil du blöd bist und denkst, ich kann das nicht. Wo die Liebe hinfällt. Geschleimt wird hingegen bei Thomas Müller nach dessen Kids Choice Award. Und dann haben wir noch zwei ganz akribische Herren für euch. Einmal Bakary Sagna, der das Playmobil-Stadion zum Beben bringt. Jake Elliott von den Philadelphia Eagles aus der NFL probiert sich im Indoor-Golf und das zugegebenermaßen ziemlich eindrucksvoll. Raus an die frische Luft geht's für die Bundesliga-Kickerinnen des SC Sand, unsere Ehrenfrauen der Woche. Weil in Baden-Württemberg derzeit nämlich Gastarbeiter für die Ernte fehlen, helfen die Spielerinnen ihrerseits bei der Spargelernte aus. Und das, obwohl sie noch ihr volles Gehalt von rund 2000 Euro im Monat beziehen. Solidarität mit den lokalen Agrarbetrieben in Corona-Zeiten. Tolle Geste des SC Sand. Mit diesen tollen Bildern wünsche ich euch allen, dass ihr gesund bleibt. Bis zum nächsten Mal. Tschö.